Ja, schönen guten Morgen hier im Video. Wir haben heute den 9. Juli 2023 und ich sage das Datum besonders, weil wir heute nochmal über eine, ja, fast schon Netzabschaltung mal wieder berichten. Dabei geht es um was Besonderes. Wir haben heute nochmal eine der letzten Gelegenheiten, mit einer deutschen Telekom SIM-Karte in Globalstar zu telefonieren. Globalstar ist ein Satellitenkommunikationsnetz, das wurde im Jahr 2000 gegründet, hat damals mit 48 Satelliten in ungefähr 1400 Kilometern Höhe angefangen. Alles Weitere könnt ihr googeln. Das war damals auch ziemlich kompliziert, weil die Netzabdeckung dieser ersten Satellitengeneration bei Globalstar sehr kompliziert gelöst war. Die war nämlich stark in Bewegung. Die haben bestimmte Bereiche, an denen man sich eben aufgehalten hat, eben immer nur für eine ganze kurze Zeit, ein paar Minuten ausgeleuchtet. Dann haben die sich weiter bewegt und dann musste man dann eben warten, bis dann wieder der nächste Satellit in der Nähe war, um dann wieder telefonieren zu können. Unglaublich kompliziertes System. Das haben die dann irgendwann später in der zweiten und dritten Generation ganz gut in den Griff gekriegt. Zwischendrin waren sie mal kurz davor pleite. Also ja, alles kompliziert. Satellitenkommunikation ist sowieso unglaublich kompliziert. Es gibt inzwischen einige Anbieter, also nicht nur Inmarsat, Globalstar, Turaya, Iridium etc. Und ich würde behaupten, außer Inmarsat hat eigentlich jeder so seine Katastrophe hinter sich. Gerade auch, wer sich mal mit Iridium beschäftigt hat, das waren Netze, die tatsächlich dann auch mal schon in der Pleite so ziemlich standen und dann irgendwann mal gerettet wurden. Nun gut, muss uns jetzt gar nicht interessieren, weil wir heute noch eine Kleinigkeit mal machen werden, die in wenigen Tagen abgeschaltet wird. Das wurde so ganz kleinlaut irgendwo mal dann noch angekündigt oder abgekündigt, besser gesagt. Nämlich, dass man bei Globalstar bis eben jetzt zum 15. Juli 2023, mit seiner SIM-Karte von der Telekom oder von Vodafone telefonieren konnte. Das war bisweilen relativ teures Vergnügen. Also die Minuten, die man damit verschossen hat, die haben richtig Geld gekostet. Da war die Rede bis zu 15 D-Mark, also um die 8, 9 Euro. Es hieß auch dann irgendwann mal, dass dieses nicht mehr berechnet wurde, weil das wohl zu wenig Aufkommen gab. Und dann hat man sich eben dazu entschieden, das Ganze abzuschalten. Also diesen GSM oder diesen SIM-Kartenzugang. Warum ist das so besonders? Globalstar hat seinerzeit zwei Telefone im Angebot gehabt. Eins davon sehen wir hier, nämlich dieses schöne Ericsson R290, ein Satellitentelefon, mit dem man auch natürlich ganz normal im GSM-Netz telefonieren konnte. In dem Fall haben wir jetzt eben eine Telekom-Karte. Und wie gesagt, wenn eben der SIM-Kartenbetreiber, bei dem man eben seine reguläre Handynummer hatte, wenn der dieses Abkommen mit Globalstar geschlossen hat, in Deutschland waren das eben Telekom und Vodafone, dann konnte man eben seine SIM-Karte einfach in dieses Telefon einlegen und es natürlich auch benutzen. Geht ja auch nur im reinen GSM-Modus und konnte dann eben alternativ, wenn man wollte, sich eben im Satellitentelefonnetz einbuchen. Die Telefone haben alle einen Dualmodus. Das sieht man jetzt hier. Der ist jetzt hier schön im Telekom D1-Netz eingebucht. Heißt dann hier TD1. Das war ja die Anzeige, die dann mal so ab der 2000er angezeigt wurde. Früher stand also ganz früher noch Telekom oder D1 Telekom. Kennt man heute alles nicht mehr, ist alles rum. Witzigerweise hat diesen Service auch Turaya angeboten, ebenfalls ein relativ kleiner und auch privater Satellitennetzbetreiber. Der hat das allerdings nicht mit der Telekom, mit Vodafone, also zumindest mal in Deutschland gemacht, sondern der hat das mit O2, mit E-Plus gemacht. Und jetzt ist das Witzige, jetzt haben sich natürlich alle aufgeregt, oh ja, Globalstar schaltet das ab und bietet diesen Service nicht mehr an, was sehr schade ist, denn jetzt braucht man wieder einen Vertrag eben mit. Direkt mit Globalstar. Turaya hat das auch gekündigt und die haben das schon viel früher gemacht, nämlich schon zum Jahresende 2022. Das heißt, mit seiner O2-Karte, E-Plus gibt es ja schon gar nicht mehr, kann man auch nicht mehr mit Turaya telefonieren. Ist sehr schade, weil wie gesagt, jetzt muss man diese relativ teuren Tarife bei eben Globalstar buchen. Und die haben alle den Nachteil, die SIM-Karten sind sehr, sehr teuer und sie sind nur ganz kurz haltbar. Also wer sich jetzt denkt, na gut, kaufe ich halt für 80, 90 € so eine SIM-Karte, leg mir die hin und lass dieses Ding jetzt einfach mal ein paar Jahre liegen, nutze es dann, wenn der Notfall ist oder wenn ich, weiß nicht, wenn ich meine Expedition mache oder irgendwie, keine Ahnung, wo unterwegs bin, wo eben kein GSM verfügbar ist. Ja, das funktioniert eben nicht, weil diese SIM-Karten sehr schnell wieder ablaufen und man dann einfach keine
keine Möglichkeit hat, sich eben in dieses Netz einzubuchen. Daher war das eigentlich eine ganz coole Sache. Wie gesagt, hat sich leider Gottes dann irgendwann mal, wurde dann irgendwann mal abgeschaltet. Uns betrifft jetzt hier dieses Ericsson R290. Ganz normales Satellitentelefon aus dem Jahre, ich glaube 2000, 2001 war also eines der ersten. Und wie ihr seht, hängt am Ladegerät. Warum? Weil diese Teile natürlich, die Akkus natürlich schon fast tot sind. Also der hält jetzt hier halbe Stunde, dann ist das rum. Deswegen haben wir ihn schön anhängen. Man sieht noch ein relativ simples, ich hoffe, ihr seht es, man sieht noch ein relativ simples Display. Akku wandert so schön vor sich hin und natürlich im Telekom-Netz einwandfreie Verbindung. Telekom-Netz oder beziehungsweise GSM-Netz interessiert uns jetzt weniger. Wir wollen jetzt natürlich mit diesem Gerät in das Satellitennetz uns einbuchen. Dazu muss man tatsächlich erstmal das Menü gehen. Man muss hier festlegen, ob man rein mit GSM telefonieren möchte, rein mit Satellit oder eben im Automatikbetrieb. Wir machen das nicht. Wir wollen in den Modus rein. Das geht hier noch total cool, indem man hier aus dem Menü die Zahl wählt. Ich habe jetzt mich hier eingestellt, dass wir auf nur Sat-Modus gehen. Jetzt sucht er den Satellit. Ihr seht natürlich dadurch, dass diese lange Antenne ausgestreckt ist, wird er jetzt wunderbar nach ein paar Sekunden sich irgendwann mal im Netz von Globalstar einbuchen. Hat er auch schon gemacht. Jetzt müsste auch gleich, glaube ich, GSTAR EU1, GSTAR EU1. Das ist ein französischer Carrier, das ist bei Globalstar auch wieder total bekloppt gelöst. Die haben, ich sage jetzt mal grob gesagt, ist nicht ganz richtig, die haben für jeden Kontinent im Grunde genommen oder für jedes Gebiet, das sie abgedeckt haben, einen eigenen Netzbetreiber sich rausgesucht, der das eben macht. Früher war das irgendwo Italsat oder Italstar oder wie die hießen, keine Ahnung. Jetzt macht das irgendein französischer Anbieter, warum auch immer, das wird man auch gleich sehen, wenn wir damit telefonieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mit einer einwandfreien Verbindung im Globalstar-Netz eben eingebucht. Das wird eben nur noch diese Woche lang gehen. Und dann war es das im Grunde genommen schon. Und jetzt brauche ich eben mein ganz klassisches Telefon, ein GSM-Telefon. Wir haben jetzt hier mal einfach mal aus Spaß dieses Nokia 8110 aus, es ist glaube ich ist 3 Jahre alt. Ist aber jetzt fast egal, weil dieses Telefon jedenfalls ins GSM sich einbucht hat, ist ja auch wurscht. Wir geben jetzt hier die deutsche Telefonnummer ein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ganz normale Handynummer mit 0171 Vorwahl. Wählen das an und dann passiert Folgendes. Das Telefon klingelt und klingelt und klingelt. Übrigens auch ganz normale SIM-Karten eben von der Telekom sind Vertragskarten. Sollte aber auch mit Karten aus dem Prepaid-Bereich funktioniert haben oder soll auch funktionieren, können wir nicht testen, haben keine Prepaid-Karte. Der Rufaufbau dauert Ewigkeiten, was leider daran liegt, dass die SIM-Karten relativ neu sind. Will noch nicht. Auch heißt, ist zurzeit nicht erreichbar, dann werden wir wohl das erste Mal ein abgehendes Gespräch führen. Rufen wir also mal entgegengesetzt an 171. Also muss eine deutsche Nummer natürlich machen, fällt mir gerade ein. Huch. Also machen wir das mal international. 491 211 0 6. Nummern braucht ihr euch nicht merken. Das ist natürlich so eine Testnummern, die natürlich wieder geändert werden. Noch schön mit 0171 Vorwahl. Dauert auch hier Ewigkeiten. Und wenn man es jetzt theoretisch Glück hat, genau, müsste es jetzt hier klingeln. Genau, und jetzt wird witzigerweise an die deutsche Telefonnummer mit der Vorwahl noch die plus 33, also die französische Vorwahl gesetzt. Und die Nummer, die jetzt hier eben angezeigt wird, ist plus 33 49171 und so weiter. Also diese Richtung funktioniert schon mal. Wir testen das auch gleich nochmal richtig. Also bis es abgebrochen wird. Jetzt versuchen wir es mal andersrum. Also es ist tatsächlich ein relativ kompliziertes Verfahren, aber es soll funktionieren. Kann aber auch sein, dass wir jetzt einfach diese französische Vorwahl wählen müssen. Mal gucken, was es macht. Es ist ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren. Also deswegen hat sich sowas auch nicht, glaube ich, ewig durchsetzen lassen, weil natürlich irgendwann die Leute nicht mehr bereit waren, so kompliziert zu telefonieren. Nein, tut's nicht. Auch hier wieder, jetzt versuchen wir das mal mit der internationalen Vorwahl. Also, komm hier. 4349 171 97 6 99 55
So, jetzt könnte es funktionieren, genau. Und der sagt jetzt, dass die Nummer gar nicht vergeben ist. Also total beknackt eigentlich. Wir wollen aber noch eine Verbindung nochmal aufbauen. Das heißt, wir rufen nochmal dieses Telefon an, dass wir das auch mal gesehen haben, dass wir auch mal einmal mit Satellit telefoniert haben. Dauert ein bisschen, wie gesagt, die Verbindungen sind unglaublich langsam. Jetzt klingelt es hier und wir haben eine Verbindung zu diesem Telefon. Leider hat das Nokia keine Freisprech-App-Funktion. Doch, hat alle. Ah, doch, funktioniert. Einwandfrei, natürlich viel zu laut und steht in Referenzen, aber so soll das sein. Gut, sehr schön. Also, wir haben eine Verbindung gebaut. Ich hoffe, ihr könnt es sehen im Display. Und das war's. Ja, so hat man mit Satellit telefoniert. Das ist ganz einfache Technik. Wird, wie gesagt, in wenigen Tagen abgeschaltet sein. Was ich sehr schade finde eben, weil somit werden diese Telefone natürlich unbrauchbar. Wir werden es natürlich auch nochmal testen. Und was eben auch dahingehend schade ist, dass man eben diesen Zugang nicht mehr hat. Ja, das war übrigens nicht die letzte Abschaltung von diesem Jahr. Es hat schon mal einen gegeben, auch wieder von einem speziellen Netzdienst, an den man gar nicht mehr gedacht hat, nämlich die Telekom, auch Vodafone, die Telekom als letzte, Vodafone hat das auch schon vorher abgeschaltet, im GSM einen Zugang, der zum Beispiel gebraucht wurde bei alten Datentelefonen, wie zum Beispiel dem Nokia Communicator. Dazu wollten wir auch ein Video drehen, aber wir haben es dann gar nicht mehr geschafft, überhaupt noch eine praktische SIM-Karte dafür zu bekommen. Da ging es einfach darum, mit dem Nokia Communicator konnte man faxen und auch ins Internet gehen, was eben im Jahr 1997, 98, als der rauskam, 96, als das sehr, sehr revolutionär war. Nur hat man eben diese reine Datenverbindung, bei der eine richtige Wählverbindung, ein komplett eigener Kanal belegt wurde, etc., irgendwann mal abgeschaltet. Jetzt bucht das und ja, dazu werden wir mal irgendwann nochmal versuchen, ein Video zu produzieren. Das ging aber eben schon gar nicht mehr, weil die eben diese Netze schon so abgeschaltet haben oder diese Funktion abgeschaltet haben. Dadurch können diese Dinge einfach auch nicht mehr telefonieren und auch nicht mehr faxen. Auch da muss sei gesagt, dass GSM allgemein schon auf dem Abstellgleis steht. Also die Schweizer haben schon angefangen, ja, wenn wir jetzt mal von Europa sprechen, GSM-Netze abzuschalten. Da geht es nur noch über die Swisscom. Überall anders wird man jetzt schon Probleme haben. Das werden wir aber in einem anderen Video mal thematisieren. Unser Telefon will jetzt gar nicht mehr einbuchen. Warum? Kein Dienst, weiß kein Mensch. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wenn ihr euch das angeschaut habt. Freue mich natürlich über Kommentare, ob ihr schon mal über Satellit telefoniert habt oder ob ihr allgemein über ja, ein richtiges Satellitentelefonnetz betreibt. Die Karte besagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.